Was befindet sich hinter dieser Tür? Willkommen zurück zu Super Mario 64 DS. Hier wäre die Sterntür, die zum nächsten Border Castle führt. Da werden wir noch nicht hingehen. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, hier ein Toad, genau. Wow, du hast so viele Sterne gesammelt. Weiter so, Mario. Wie? Du bist Luigi? Ich glaube nicht. Luigi wäre zu so etwas doch gar nicht fähig. Versuch mich nicht auf den Arm zu nehmen. Mario, du magst grüne Klamotten tragen, aber glaub nicht, du könntest mich damit täuschen. Gut. Bist du wirklich riesig? Kannst du dich nach einem Rückwärtssalto in der Luft drehen? Außerdem bist du sehr beweglich und kannst für einen Moment über Wasser laufen. Okay, das mit dem Krabbeln. Warum glaubt man mir nicht, dass ich Luigi bin? Wir haben jetzt die Möglichkeit, in dieses Level zu gehen, die Wüstenwelt, in die Lava-Welt zu gehen. In die grüne Giftgrotte zu gehen. Vorher reden wir mit dem Toadie hier. Ein weiser Rat für den armen Tropf Luigi. Auch wenn die Mützen gleich aussehen, die du seit Jahren trägst, ist eine ganz besondere Kopfbedeckung. Man sagt, wenn du sie verlierst, verlierst du auch dein Glück. Wenn du unglücklich bist, solltest du auf keinen Fall gegen ein Fragezeichenbruch springen. Wer weiß, was da alles passieren könnte. Verlierst du deine Mütze in einem Kurs, findest du sie im selben Kurs auf jeden Fall wieder. Hier, das ist für dich. Die habe ich extra für dich aufbewahrt. Ein geheimer Stern. Und es wird nicht der einzige geheime Stern für diesen Part bleiben. Denn wir werden jetzt eine kleine Abkürzung freischalten. Also eine Abkürzung, wie wir halt in den Keller kommen. Und ich finde das eigentlich immer richtig traurig, das zu machen. Ich weiß nicht warum, aber wir nehmen somit das komplette Wasser aus dem Schlossgraben. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Luigi. Eins und zwei zu machen. Somit haben wir hier im Burggraben kein Wasser mehr. Nur noch da hinten. Und dadurch, dass der Programm weg ist, können wir einen Stern hier nicht machen. Ist, dass wir hier wieder rauskommen. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, man hätte ihn schon machen können. Dann nicht. Dann fangen wir mit der grünen Giftgrotte an. Und hier ist auch ein Hase für Luigi gespawnt. Oh, du hast mich überrannt in den Schlüssel. Dankeschön. Ein weiteres Spielzeug von Peach wurde freigeschaltet. Oh. Also somit können wir. Ich bin ernsthaft die falsche Tür gegangen. Okay.
Mal auf jeden Fall. Ihr möchtet nicht eine Giftgrotte. Ein Monster in der Höhle. Dieser Soundtrack. Schön. Krieg voll die Gänsehaut. Du machst die Atmosphäre erstmal kaputt. Ich meine, wir mussten hier rechts. Nein, wir sind falsch gegangen. Okay. Luigi. Wir sind auf jeden Fall falsch gegangen. Wir müssen nämlich. Also die Höhenmusik ist echt schön. So legendär. Wir müssen hier nämlich durch die Tür. Somit kommen wir zum Herz. Luigi zeigt, wie cool der ist. Wir kommen hier in einen weiteren Bereich. Und wen haben wir da? Was ist das? So, und durch eine Stampfattacke können wir ihn nach unten heben, auf seinen Kopf bekommen, dadurch die Wario. Und sofern wir auf den Kopf sind, können wir mehr oder weniger Lassie oder Schnelli, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, ich glaube Lassie heißt sie auf jeden Fall, steuern. Und ja, je nachdem, wo ihr hinguckt, da läuft er auch hin. Und mit Wario können wir mit einem Schlag schwere Dinge zerstören, auch diese schwarzen Blöcke, ganz genau. Und somit haben wir auch schon mal den ersten Stern. Das Monster in der Höhle geschafft. Weiter geht's mit. Hoch hinaus für 8 rote Münzen. Ja, das machen wir aber noch nicht, oder? Ah, doch, komm. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber verschieben wir. Kommt her. Bam. Trapp, trapp oder flapp, trapp, trapp, trapp. Schnapp, trapp. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall gehe ich hier rüber. Ach, komm her. Nimm mich. Mit. Also das ist auch mitunter ein Level, wo ich früher stundenlang drin war, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Nein, da wäre unser Tod. Ich glaube, hier habe ich auch eine rote Münze vergessen. Ja, hier sind wir hier. Okay. Da sind auf jeden Fall Münzen. Luigi kann keine Wand springen. Auf jeden Fall haben wir hier noch Münzen. Das war nur ein Leben, stimmt.
So. Ich werde aber auf jeden Fall, wann ich hier oben auch noch Münzen. Anscheinend nicht. Dann gehen wir auf jeden Fall hier rein. In Richtung der 8 roten Münzen. Wie hat das hier nochmal funktioniert? Ah, ja, genau, stimmt. Erstmal holen wir uns hier die Kumbas. Den hier. So. Nein! Egal. Wir müssen nämlich jetzt so ein kleines Parkürchen. Ja. In diesem Teil hier machen. Das ist eigentlich ganz interessant. Denn je nachdem, wo wir halt auf die Schalter gehen, in die Richtung fährt auch der Wagen. Und meistens ist auch hier drin eine rote Münze, genau. So, Luigi. Das ist Nummer 2. Ich glaube auch alle befinden sich hier auf der Etage. Oder hier in dem Gebiet auf jeden Fall. Komm her. Oh, da waren nur Münzen. Schnell, bevor das sich auflöst. Wo müssen wir jetzt lang? Kann es sein, dass wir nach oben... Ah, wir müssen nach oben. Deswegen gehen wir zu diesem Augenzyklopen. Um uns hier die rote Münze nicht zu holen. Rote Münze, die blaue Münze. Stimmt. Dann holen wir ihn für extra Münzen. Ja. Kann man hier nochmal hoch? Kann man nicht. Ah, stimmt. Einfach hier rüber. Hier hoch. Wären auch fast runtergefallen. Und jetzt ist es so ein bisschen, ja, Jump and Run und pass auf, dass du nicht getroffen wirst und dummerweise springst und halb runterfällst. Das sollten wir vermeiden. Und ja, das war jetzt auch großartig hier schon die Schwierigkeit bei den roten Münzen, denn das wäre das Ende. Geht das nicht in der Auto kommen? Warum lässt du dich fallen, Luigi? Denke, dass man von hier mit einem Long Jump rüberkommen würde. Luigi, 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 halt dich doch fest.
Danke. Komm her. Also, auf jeden Fall in diesem Level hasse ich die roten Münzen. Ich denke aber, es bietet sich auch an, die 100 Münzen ein anderes Mal zu machen. Heute. Ach du. Aber warum kann er auch keinen Wandsprung? Was ist denn los mit ihm? Kommen wir hier direkt schon noch hoch? Schade, hätte er klappen können. Ah, das ist für auch nicht so richtig nicht langweilig. Kriegst du es so hin, Luigi? Danke. Hol dir einfach den Stern und... Also, Luigi, dafür, dass du befreit worden bist, machst es dir aber echt leicht. Also, ich würde mir Gedanken machen. Vielleicht tausche ich dich ja wieder mit Mario aus. Mario, der Metallschild. Das können wir machen. Wenn wir sterben. Mhm. Wir werden fast im Abgrund. Wir müssen mit Mario. Ich hoffe, der ist... Da er dick ist, sind seine Sprünge auch nicht so smoothy und auch sein Rennen... bekommt es nicht so wirklich hin. Auf jeden Fall, ich hoffe... Ich weiß nicht, ob ich... Nein, das war nicht, oder? War das? Ich bin mir echt nicht sicher. Das wäre auf jeden Fall ein Stern wert. Ich möchte aber... gucken, ob nicht hier unten ein Stern ist. Weil ich bin mir fast zu 100% sicher, dass der Stern ist, den wir brauchen. Ja, okay. Hier unten ist. Und dafür brauchen wir seine Powerblume. Die Powerblume hat Vario in eine metallene Kampfmaschine verwandelt. In diesem Zustand kann er unter Wasser laufen. Probier es aus. Denn hiermit... Oder mit diesem Powerblume müssen wir unter Wasser einen Schalter betätigen. Ich meine, der war hier vorne. Ich bin falsch. Und Wario ist ein echt langsamer Schwimmer. Ich hätte einfach auf dem Weg bleiben müssen, denn... Hier oben ist der Schalter. Also mit Wario macht das echt kaum Spaß, irgendwas zu zocken, weil
Er hat einfach nur einen Nachteil. Es ist zwar witzig und cool, dass ein spielbarer Charakter dabei ist, aber Spaß hat man jetzt dabei nicht so. So. Diesmal sollte es aber klappen. Und ich würde mich auch lieber treffen lassen, weil... Danke. Mit Vari habe ich immer Angst, die Sprünge hier zu machen. Hat aber geklappt. Perfekt. Und ich denke, einen Stern machen wir noch. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Vorsicht, giftig. Dann machen wir keinen Stern, sondern... machen was anderes. Wir gehen wieder runter Richtung Schnelli. Lass uns hier einmal treffen. Das tat weh. Auf jeden Fall. Mit Schnelli. Kommen wir in ein Gebiet ran. Pass meinen Kopf runter. Dreh dich mal schnell. Oder Lassi oder Plessi. Wie auch immer. Schnelli war, glaube ich, auch SpongeBob, ne? Oh nein, da lang, da lang, da lang, da lang. Jetzt geradeaus. Danke. Denn von hier aus kommen wir in einem weiteren geheimen Bereich. Und was sich da drin verbirgt, sehen wir in der nächsten Folge von Super Mario 64. Der ist. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann und ciao.